Und da sind wir wieder zurück zu Pokémon Stadium in der Arena Leiterburg. Wir müssen Pyro besiegen. Wird ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, weil wir haben nicht wirklich ein echtes Wasser-Pokémon dabei. Ist aber egal. Ist aber egal. Denn wir haben ja Tauros. Ja, und da werden wir auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Was nehmen wir denn da am besten? Zapdos, Mewtwo... Und Tauros, naja... Wie immer! Der erste Widersacher mit Ritter Fell. Er sollte mit Leichtigkeit zu besiegen sein! Himmelsfeger. Die war absichtlich Himmelsfeger. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Es bombt sie auf. Genau deswegen. Weil Fliegen überlebt er vielleicht nicht und dann zieht er mal so viel Schaden ab. So. Auf das habe ich auch keinen Bock. Fliegender Himmelsfeger. Außer sowas passiert. Das ist natürlich scheiße. Leider daneben. Genau. Der Kampf wird immer intensiver. Sie begegnen sich in Kampfposition. Mach mal fliegen, das war der höhere Trefferschuss. Steigt in den Himmel empor. Was passiert jetzt? Ach, schon wieder daneben. Sie schenken sich wirklich nichts. Es beginnt den Luftangriff. Eine sehr effektive Attacke. Warum stirbst du nicht einfach? Es fuchtelt wild herum. Was ist das? Ein das Volltreffer. Das war eine Schwachstelle. Ich mach lieber Donnerblitz. Also ein sehr rasanter Kampf. Dann hat er sich verabschiedet einmal. Richtig, Donnerblitz. Eine kraftvolle Attacke. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Springfrei für Nidoking. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ich werde Mewtwo reinholen. Bei Nidoking Befehle wurden erteilt. Mit Zapdos besiegen wieder ein bisschen schwierig. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Springfrei für Mewtwo. Es pumpt sich auf! Ja, macht das. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Ah! Perfekter Treffer! Als würde den Moderator selber erwischen. Im Psychokinese. Das hat nicht gerade lang gedauert. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Mashok. Den machen wir auch mit Psychokinese fertig. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Psychokinese. Verheerend. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Unglaublich. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Nicht weiter aufhören, das war's schon mit dem Part. Psycho, alle sind immer gut. Nicht schwieriger wie die anderen. Aber da bin ich mit Zapdos einmal als erster Wahl ziemlich gut. Dann nehme ich mit Lavados wegen. Nein, ich nehme Lavados mit. Und Mewtwo. Lavados wegen Rosanna, sicherheitshalber. Wenn der Herausforderer nicht zu ungestüm vorgeht, sollte er mühelos gewinnen. Fliegen wir mal, dass seine Hypnose daneben geht. Probewerden an. Es steigt in den Himmel empor.
Hypnose. Oh oh, das hat nicht funktioniert. Beide sind sehr vorsichtig. Was nun? Ein guter Treffer. Was passiert jetzt? Oh nein, es ist eingeschlafen. Ja, wie geht das noch? Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Jutto. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Jetzt ist aufgewacht. Ich hab's genau gesehen. Ring frei für Mewtwo. Was ist das? Oh, die Attacke ging daneben. So, jetzt muss auch mal Hypnose wieder treffen. In der Zwischenzeit friere ich ihn ein. Hoffentlich friert er ein. Oder zumindest er stirbt. Das wäre mir natürlich noch lieber. Schau, was haltet alles aus? Das gibt's ja nicht. Blitz. Ein gleichender Blitz. Deine Genauigkeit ist dahin. Der Kampf wird immer intensiver. Zapdos machen wir wieder. Setz mal wieder Zapdos ein. Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück. Es schläft im Beam. Was nun? Die Attacke ist fehlgeschlagen. Wie wird sich das Schade. Eingewechselte Pokémon schlagen? Ja. Es ist aufgewacht. Wer hat's versucht? So ein Pech, es läuft alles schief bei dir. Sie verfehlen. Sie schenken sich wirklich nichts. Und Donnerblitz wieder. Richtig gut. Donnerblitz. Ein guter Treffer. Oh, ist das Ende? Yep. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Sie begegnen sich in Kampfposition. Ringfrei für Rosana! Bis Elektrik heißt. Der Pokémon-Typ den Kampf beeinflusst. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Das heißt tatsächlich Elektrik. Zum Verwirrungsstiften. Ringfrei für Labrador! Eisstrahl wird mich auch hart treffen wahrscheinlich. Was ist das? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon. Aber nicht allzu hart. Sehr beeinflusst gut. Der Wechsel das Endergebnis? Ein heißer Feuersturm! Genau auf die Schwachstelle! K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Lamos! Ja, das ist scheiße. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Was geht ab? Schwerer Treffer! Den Surfer zum Fuß. Macht nichts, dann kommt jetzt Zapdos rein und killt dich. Du musst lachen. Eine sehr effektive Attacke. Ein sehr rasanter Was? Das so. Hat mich nicht getötet. Es kann sich nicht rühren. Psychokinese. Ja, ein Treffer. Es ist am Boden. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Zapdos natürlich. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Donnerblitz und weg ist die es. Die Luft brennt vor Spannung. Wie kommt denn das? Rumpf! Eine volle Breitseite. Oh, ist Bin das ich tot? Ende? Ja. Oh. Das war's! Der Kampf ist vorbei!
Typen noch einmal ganz schön ausgetrickst. Oh, jetzt kommt ein Streber. Das hat ja auch sicher ein Hypno. Nicht einmal. Aha, Was soll ich riskieren? Tauros, Zapdos, Mewtwo. Der dritte und vorletzte Trainer betritt den Ring. Nach diesem Kampf wartet das Finale gegen den Arena-Leiter. Relaxo. Mach mal Erdbeben. So. Die erste Attacke. Das war eine Schwachstelle. Volltreffer, so wenig abzogen. Finale. Naja, gut. Das war das große Finale. Ja, das schon rein. Euer Rest, mein Tauros mit. Unglaublich! Beide gehen zu Boden! Ein Doppel-K.O. Welch furioser Blitzstart! Oh, setzt sich Zapdos ein. Jetzt kommt Geowatz, pass auf. Der auch Finale einsetzt. Ringfrei für Zapdos! Ringfrei für Elektrobat! Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nicht! Ein weiterer Pokémon-Wechsel. Ringfrei für Mewtwo. Eine gewaltige Explosion. Na komm, Mewtwo, das stößt aber. Genau, sehr gut. Wow, auf die Bretter. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Das ist eine Noob-Taktik wieder. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Raimon. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Ja, nur Slimebock könnte es. Naja, es könnte es überleben. Perfekt, das aber Kämpfer. Wahrscheinlich wird es sterben. Ja. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Und da stehen wir vor dem Pyro. Die Frage ist, was hat er uns zu bieten? Ich muss mit Rizeros versuchen, aber der hat sicher Arcane und der ist schneller. Ja, ich ist Rizeros, ich muss probieren. Dann nehme ich noch mit Tauros und Mewtwo. Mewtwo ist die absolut letzte Rettung quasi dann. Zu einem brandheißen Duell. Pyro, der heutige Arena-Leiter der Sinnoh-Insel, brennt bereits darauf, den Herausforderer mit seinem Feuer-Pokémon. Vierfach Schwäche gegen Gestein. So. Die erste Attacke. Super. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Vorsicht, Steinhagel. Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ein furioser Blitzstart. Das nenne ich einen Blitzstart. Welch furioser Blitzstart. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Pixie. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Er ist dran, natürlich kann es sich jetzt auch. Hier ist der Angriff. Perfekt, komm, 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 komm. Sehr gut. Reiß ja noch so viel wie es geht runter. Ein kraftvoller Angriff. Ein böser Treffer. Ja, die Hälfte. Ist aber okay. Der Kampf gleicht einem Tauziehen. Ja, sehen wir schon, was ich mache.
Außer die Attacke geht daneben, aber das ist halt die Chance dafür. Erfrischend, Eisstrahl! Eine sehr effektive Attacke. Macht nix, macht nix. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Das jetzt mal Tauros ein, gib ihm die Chance wieder. Mit Drohgebären an. Ringfrei für Tauros. Ich hoffe, dass ein Barry-Check reicht. Beide tot. Seiten haben zwei Pokémon. Ein Risikodeckel. Die Pokémon schenken sich nicht. Was nun? Das war ist ein Volltreffer. Ah, bitte sieg, besiegt. Es ist am Boden. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Sie begeben sich in Kampfposition. Ringfrei Magma. Da wäre jetzt Rizeros gut gewesen. Der aktuelle Stand. Aber was soll's? Machen wir mal ein Erdbeben, wenn er es überlebt, der gibt's einen Hyperstrahl. Erdbeben! Genau auf die Schwachstelle! Okay, das ist. Was passiert jetzt? Ach, schwerer Treffer! Dann machen wir es auf Tauros ab. Der Kampf wird immer intensiver. Risikotackle, Tauros. Risikotackle. Ja, ein Treffer. Wow, auf die Bretter. Das war's. Level beendet. Ja, so geht es. Pyro besiegt. Wir haben den Schlüssel für Giovannis Turm. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, euer Zlavos. Tschüss, Dankeschön.